So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Frostpunk. Wie ich gerade gesehen habe, wo ich denn... Warum ist das jetzt so laut? Den Spielstand geladen habe. Wir sind am Tag 12 oder 13, 12 war es. Die Musik ist so laut. Audio. Fortsetzen. So. Viel besser. Die Hoffnung ist gewaltig, muss ich sagen. Und der Rest eher weniger. Und uns gehen die Ressourcen aus. Und die Arbeiter. Ich glaube, das war so der Stand der Dinge. Was können wir denn bauen? Einwohnergesundheit, Nahrungsmittel, Rohstoffe. Genau, ein Sägewerk haben wir. Das da unten ist. Aber Kohle. Kohle haben wir noch nichts, würde ich jetzt mal sagen. Hier ist der Friedhof. Da wird noch Kohle gesammelt. Wobei das ist nicht mehr so viel. Und ja. Wir sollten echt schauen, dass wir hier die Leute hinbringen. So, beziehungsweise sollten wir gucken, dass wir die Leute gesund kriegen. Was ist hier los? Das Speisehaus. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Wie sieht es mit meinen Entdeckern aus? Ich kann nicht keine aussenden. Weil ich keine Leute habe. Ist schon echt zäh jetzt. Da schauen wir, dass wir die Ingenieure reinkriegen. Da schauen wir, dass die das Zeug da abbauen. Und gleichzeitig... Gleichzeitig schauen wir mal, dass wir hier das Kohlekraftwerk bauen. Weil das Holz kann uns ausgehen. Das ist jetzt nicht die Tragik. Aber die Kohle, das wäre schon echt doof. So, wir haben das Kinderheim. Wir haben das Pflegeheim, da wo noch sehr viele Patienten dabei sind in Behandlung, Und ich hoffe, dass da noch einige gesund rauskommen. Irgendwie. Und hier wird unser Kohlekraftwerk gebaut. Derzeit können wir auch nichts forschen. Was natürlich doof ist, aber ist halt nun mal so. Also wir forschen schon mit einer Person, aber die braucht einfach zu lange.
Warum ist jetzt hier wieder einer weniger? Ich weiß es nicht. Wo ist unsere Krankenstation? Bist du unsere Krankenstation? Ne, das ist das Kinderheim. Haben wir sowas? Ah, da ist das Sanitätshaus. Da ist aber keiner drin. Ach doch. Etwa einen Tag Erholungszeit. Wir müssen die Kurve kratzen, so steht's geschrieben und so soll es auch sein. Ich brauche 40 Holz und 5 Arbeiter, das heißt, das ist das nächste, auf das wir sparen werden, die 50 Holz. Weil wir brauchen Arbeiter. 10 krank, einer schwer. Was hat er denn? Auswählen. Das ist die Sammelstelle. Und da werden wir die Heizung einschalten. Die dürfen hier ja nicht krepieren. Was ist hier los? Weniger Leid. Sir, ein Arzt möchte mit Ihnen über eine Verbesserung der radikalen Behandlungen sprechen. Ich war Feldchirurg warum ist das so klein? Im Bürgerkrieg und habe mit der königlichen Gesellschaft zusammengearbeitet, um die Häufigkeit des Gliedmassenverlusts in Militärkrankenhäusern zu reduzieren. Ich glaube, ich kann eine Methode entwickeln, mit der sich die Zahl der Amputationen bei den radikalen Behandlungen verringern lässt. Ja, mach das. Ein Ingenieur weniger, der arbeitet. Ich muss hier einen Ingenieur abziehen und hier hinzufügen. Ich brauche Kohle und das massig. Wenn wir überleben wollen. Wie sieht's aus mit der Kapazität? Achso. Nee, das wollte ich gar nicht. Hier fehlen 3. Hier fehlen 5. Hier ist voll. Hier ist voll. Ich muss natürlich auch gucken, ob ich Platz habe für neue. 10, 10. 1, 10. Ja, ja, das sollte sich ausgehen. 15, 10, 10. Das sollte sich ausgehen. Nahrungsmittel werden mehr, kommt mir vor. Die Kohle wird auch mehr. Schauen wir mal. Täglicher Gewinn. Irgendwie
Wird das nichts? Das zwei Schwerkranke, und die sind alle hier drin. Die werden alle hier abgezogen. Das kann's doch echt nicht sein, hey. Mir gehen die Leute aus. Naja, 29 Holz, wir haben es bald. Und dann muss ich noch irgendwelche 5 Leute finden, die ich wegschicken kann. Und bald geht die Temperatur auch wieder runter. Um eine Stufe, und die bleibt lange unten, so wie das aussieht. Das könnte wieder unser Tod sein, sehr geehrte Damen und Herren. Okay, wir haben den Generator erforscht. Wir können jetzt da sagen, dass keine rein sollen. Dafür soll hier noch maximal auf 10 aufgestockt werden. Die schauen jetzt, dass sie das Zeug bekommen. So. So, eine Gruppe von Amputierten möchte sie sehen. Sie wollen im Speisehausding helfen. Wir wollen nicht den ganzen Tag auf unseren Hintern sitzen und damit zufrieden sein, dass man uns am Leben hält. Wir können keine harte Arbeit mehr verrichten. Aber mit ein paar einfachen Prothesen aus Holz könnten wir im Speisehaus arbeiten und unseren Lebensunterhalt verdienen. Das können wir uns leider nicht leisten, aber das würden sie machen. Das ist ja mal ein Ding. So, schauen wir mal. Pflegeheim. Nee. Ja, die Prothese, das wird kommen, das muss kommen, weil bei so vielen amputierten Menschen, sagt man das so, also bei Leuten, denen halt Gliedmaßen fehlen, ist das zwingend notwendig, dass wir das machen. Und was ist jetzt hier los? Bist du jetzt, nee, auf Stufe 1 runter. Ach du heiliger Strohsack. Warum macht's denn das automatisch? Das möchte schon ich entscheiden, wann wir den Generator hochschieben und wann nicht. Und das bringt uns jetzt natürlich in eine blöde Situation. Ein Einwohner ist gestorben. Mehr Krankenbetten nötig. Ich kann mich jetzt darüber nicht. Das geht einfach nicht. So, wir brauchen hier mal keine. Das sind 3. Und dann nehmen wir hier auch noch 2 weg. Und wir schicken jetzt endlich die Leute weg.
Es müssen mindestens 5 Einwohner verfügbar sein. Jetzt vielleicht. Immer noch nicht. So, und zwar. Wir gehen dorthin. Auf geht's. In 10 Stunden sollten die ankommen, bis dass sie wieder retour sind. Könnte sich ausgehen. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.